So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Moment, muss mich noch anlehnen. Ah, jetzt ist gemütlich. Ja, also folgendes. Ich bzw. wir, Frau hat ganz viel geholfen, auch beim Schneiden und so weiter. Sonst wäre das auch nicht in der Form möglich gewesen. Haben uns gedacht, dass es doch lustig sei, einen Adventskalender zu machen. So, und da hat zumindest doch viel Inhalt von mir stammt, haben wir gedacht, wir könnten das Ganze Adventskalender nennen. Und der Fairness halber, der Name stammt nicht von mir, das stammt von einem Führungsteilnehmer an der Führung bei Siegen. Vielleicht erinnerst du dich noch. Und du hast mir zwar nicht unterschrieben, dass ich diesen Begriff so verwenden darf, aber der Gag kommt irgendwann nochmal. Ich wollte ihn jetzt nur bei der Anmoderation auch noch schnell machen. Andererseits, ich glaube, der Begriff ist nicht mal so super kreativ, dass er schutzwürdig wäre. Ich habe mich da mal schlau gemacht, also jetzt nicht im Rahmen dessen, aber was Patentrecht angeht, wenn man sich wirklich einen Begriff schützen lassen möchte, dann muss das entweder ein ganz klarer Eigenname, also ein hundertprozentiges Fantasiewort sein, oder man ist in Amerika und es fällt einem irgendwie was dazu ein und so weiter und so fort. Aber beispielsweise, ja, in Amerika mag das vielleicht funktionieren, aber sonst würde es wohl kaum eine Firma geben, die sich Apple nennt. Ne? Vielleicht relativ naheliegend eigentlich ist. Naja, wurscht. Jedenfalls muss eine gewisse kreative Leistung vorausgegangen sein, um so einen Begriff schützen zu können. Und Adventskalender ist, glaube ich, nicht ausreichend kreativ. Ja, weiß ich nicht. Jedenfalls, das wäre jetzt so der Plan. So, und warum machen wir das? Naja, erstens, weil es ist Corona. Und zweitens, ich habe Zeit und weil eben Corona ist. Und drittens, um quasi gar nicht erst Langeweile bei mir aufkommen zu lassen, weil ich hätte eigentlich auch ein paar Winterführungen machen wollen, aber naja, es ist halt Corona, ne? Und dementsprechend sind jetzt bis auf Einzelführungen, die sind nach wie vor möglich, wer da tatsächlich im Winter Bock zu hat. Ich kann aber auch verstehen, dass es im Winter da nicht so viele gibt. Das ist auch gerade derzeit so, die da großartig viel Interesse dran haben. Da war viel, viel, viel mehr los im Sommer. Da war richtig die Halligalli war da. Naja, wie dem auch sei jedenfalls, das ist theoretisch weiter möglich, falls da wirklich jemand Bock drauf haben sollte. In dem Fall würde ich allerdings empfehlen, warten bis Schnee liegt, dann gerne auch spontan, weil es sind noch Termine frei und also es sollte möglich sein, dass man da irgendwie spontan noch ein Terminchen finden, wenn sich abzeichnet, dass halt Schnee liegt und dann könnte man mal eine Schneetour in dem Sinne machen, dass das halt schon auch nochmal mehr andere Sachen und mehr zu sehen gibt, wenn mal Schnee liegt. Ja, ich plaudere aus dem Nähkästchen, ich wollte ja was zum Adventskalender erzählen. Ja, logischerweise sind das 24 Videos, ja, das führt dazu, dass von allem ein bisschen was dabei ist. Qualität ist ja übliches Ben-Gelaber natürlich, aber thematisch ist es dann halt doch ein bisschen schwankend. Ich würde sagen, etwa die Hälfte ist klassischer Content, so wie ich es normalerweise auch mache. Also ein bisschen was Wald erklären, ein bisschen Vortrag, ein bisschen bestimmte Themen behandeln, etwa die Hälfte so ungefähr. So, die andere Hälfte ist Verschiedenes, ein bisschen nicht so ganz Normales. Ne? Da sind also so ein paar Geschichtchen, Schwanke aus meinem Leben dabei, die jetzt mit dem Wald gar nichts viel zu tun haben, die aber schon mal nachgefragt worden sind und vielleicht den einen oder anderen ein bisschen erheitern. Da ist ein bisschen Weihnachtsaktivitäten dabei, da ja kein Weihnachtsmarkt ist, machen wir uns das eine oder andere da selber, was halt jetzt eben wegen vielen dem Weihnachtsmarkt fehlt. Da ist ein bisschen Kochen dabei, keine Sorge, nicht ich. Da hat Frau dann schon geholfen. Und wobei, ich kann auch ein bisschen, so ist das ja nicht, dass ich gar nicht kochen könnte. Die Gerichte, die ich kann, die schmecken schon gut. Und ich könnte auch noch weitere lernen, ich bin ja nur meistens nicht motiviert. Egal, jedenfalls. Ja, also so von allem etwas und sogar ein kleines bisschen, ich glaube
zwei Sachen, einmal von mir, einmal von Frau, ist sogar noch was zum Basteln dabei für Leute, die Lust haben, in der Adventszeit tatsächlich noch ein bisschen am Weihnachtsbaumschmuck zu arbeiten. Im Übrigen, Weihnachtsbäume sind auch nochmal so ein Thema. Und das, dann denke ich, darf ich glaube ich schon verraten, dass die nochmal eine Rolle spielen. Und wir werden es übrigens dieses Jahr wieder so machen, dass wir unseren Baumschmuck, selbstgemachten Baumschmuck, dann entsprechend dekorativ an ein Tännchen irgendwo im Walde, die noch steht, hängen, später wieder mitnehmen und Tännchen bleibt stehen. Wer das vielleicht auch so machen möchte, wäre auch mal ein ganz netter Ansatz. Ich finde, gerade dieses Jahr könnte man über so ein Waldweihnachten ernsthaft nachdenken, weil groß viele Leute daheim dürfen ja sowieso nicht zusammenkommen. Also ist ja noch nicht ganz klar, wie das exakt ablaufen wird. Aber ein normales Weihnachten, so wie man das alle Jahre wieder gewöhnt ist, wird es sicherlich für die meisten von uns nicht geben. Es sei denn, man hat sowieso so kleine Familien, dass das mit der Kontaktbegrenzung gar keine Rolle spielt, ist jetzt speziell bei mir tatsächlich der Fall. Dementsprechend. Ich sehe dem ganz gelassen entgegen, aber ich kann natürlich voll und ganz verstehen, wenn das bei anderen Leuten dann ein bisschen anders ist. Und ja, dann denkt doch mal wirklich über die Waldweihnacht nach oder zumindest noch eine kleine Waldweihnachtsfeier ergänzend oder sonst irgendwie. Ich meine, da dürfte auch nicht mehr Leute treffen. Aber es besteht halt so gut wie gar kein Infektionsrisiko. Man hat jetzt da auch übrigens mal ein paar Untersuchungen zu gemacht. Ihr habt überlegt, ob ich dazu noch ein eigenes Video mache. Vielleicht mache ich das auch noch, aber ich kann es euch trotzdem kurz erklären bzw. erzählen. Und die Studien, die es dazu gibt, besagen, dass im Freien generell und im Wald sogar noch mal ein bisschen weniger ist anzunehmen, aufgrund der recht feuchten und ohnehin schon aerosolhaltigen Luft, ist die Chance, dass man sich mit Corona infiziert, um das 17-fache kleiner als in geschlossenen Räumen. Also nehmen wir mal an, wir husten uns in einem geschlossenen Raum gegenseitig voll. Ja, dann gehen wir davon aus, dass da eine 100%ige Infektionschance für Corona, wenn einer von den beiden das halt hat, besteht. Gut. Ja, verlegen wir das gleiche Szenario in den Wald und husten uns irgendwo mitten hier jetzt in den Hainbuchenhain, in dem ich hier gerade hocke, husten uns da voll, dann besteht eine etwa 6,5 so bis 7%, eventuell 7,5 bis 8%, irgendwo so in diesem Bereich, prozentige Chance, dass da der jeweils andere Corona bekommt. Und ich würde sagen, das ist schon ein Wort. Das ist sogar ein so großes Wort, dass es nahezu ausgeschlossen ist, also, oder zumindest mit einem wirklich, wirklich kleinen Risiko behaftet, dass man sich draußen mit Corona anstecken kann. Und dazu kommt, dass man hier draußen problemlos 10 Meter Abstand halten kann und sich immer noch versteht, wenn man sich dann über 10 Meter unterhalten möchte, gehen würde es. Und das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, wenn man das Infektionsrisiko reduzieren möchte, dass man einfach ein bisschen mehr rausgeht. Wollte ich an dieser Stelle nur kurz zum Besten geben. Ja, der Adventskalender. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Nämlich, es gibt an dem entsprechenden Tag, also meinetwegen am 3., dann werdet ihr ein Thumbnail ab 24, also ab 0 Uhr quasi, ab 0 Uhr 1 am 3. Dezember werdet ihr ein Thumbnail sehen, dass ihr dann während noch der 3. Dezember ist, auch jeweils nur so anklicken könnt, bei dem eben nicht dabei steht, um was es sich eigentlich handelt, was im Video drin ist. Das soll also so ein bisschen Überraschung sein. Da ist dann einfach ein kleines Bildchen mit Nummer 3. Ist auch immer dasselbe Bildchen, damit man auch ja nicht erraten kann, also außer die Nummer, die wechselt, damit man auch ja nicht erraten kann, was im Türchen drin ist. So, und dann geht das Türchen auf und dann kommt halt random das, was wir uns da ausgedacht haben, was halt an dem entsprechenden Türchen kommt. Das wisst ihr vorher also nicht, solange ihr es am richtigen Tag aufmacht. Damit aber die Videos später auch nochmal angesehen werden können, man sich dann nicht dumm und dämlich klickt, bis man rausfindet, hinter welchem Türchen welches Thema gewesen ist, werden wir es so machen, dass ab, nachdem der 3. vorbei ist, also ab dem 4. in Anführungszeichen, werden wir beim 3. dann erstens mal ein richtiges Thumbnail dazu, also die üblichen Titel-Thumbnails, die ich sonst auch immer verwende, die sind nicht besonders kreativ, aber ja, ist ja egal, gibt es trotzdem, wird stattdessen eben das dann erscheinen und der Titel ist nicht mehr Türchen 3 oder Türchen 3 oder irgendwie sowas Adventskalender, sondern tatsächlich das, worum es geht im Video und dann halt noch ein Adventskalender hinten dran, dass das mal Türchen 3 gewesen ist.
So, und das wäre so der Fahrplan. Außerdem, damit das einigermaßen anschaubar ist, also für die Leute, die tatsächlich vorhaben, den Adventskalender so aufzumachen, wie das halt beim Adventskalender üblich ist, also jeden Tag ein Türchen, damit ihr das noch einigermaßen mit eurem Leben koordinieren könnt, sind die entsprechenden Filmchen hoffentlich nur wenig länger als eine halbe Stunde. Es gibt zwei, drei, sind noch nicht ganz alle fertig, wo ich das hier aufnehme, aber wir haben schon ganz, ganz viel vorbereitet. Zwei, drei wird es geben, die sind noch einen Ticken kürzer und 35 Minuten ist, glaube ich, nach oben auch so ziemlich das Limit. Es mag sein, dass irgendwas nochmal 40 Minuten hat oder was weiß ich, aber jedenfalls nur ganz, ganz selten mal signifikant mehr als eine halbe Stunde. Das ist jetzt erstens, damit es nicht in völlig abartige Arbeit ausufert für mich bzw. uns. Frau hilft ja, wie gesagt, tatkräftig mit. Und zweitens, damit es auch noch angeguckt werden kann. Ja, das ist so der Hintergrund. Themen, die dann mehr Zeit brauchen, sind Mehrteiler. Zum Beispiel ist eine Wanderung dabei, wo ich einfach mal wieder durch den Wald spaziere und kommentiere, was ich unterwegs so finde. Das wird meistens ganz gerne von euch gesehen und das habe ich ja schon häufiger gemacht. Und das hat so eine treue Fanbase, um das mal in YouTube-Sprache auszudrücken. Und sowas wird es wieder geben. Das ist aber zu viel für 30 Minuten und drum sind es halt zwei Teile. Circa 30 Minuten. Ja? So, dann wissen wir jetzt, glaube ich, einigermaßen, was auf uns zukommt. Übrigens, wenn ihr im Wald hockt, ja, und ihr denkt, ihr könntet euch, weil ihr ein Video einsprechen wollt, gemütlich gegen einen Baum lehnen, dann wesentliche Erkenntnis, nehmt nicht eine Hainbuche. Denn eine Hainbuche hat so einen beschissen unregelmäßigen Stamm mit so unterschiedlichen so Strängen drauf und so völlig, völlig uneben, weil insbesondere da direkt da, wo ich jetzt gerade mich anlehne, dass das so gar nicht gemütlich ist. Ja? Und damit haben wir jetzt auch in diesem Video wieder was ganz Wichtiges für den Wald gelernt. Hainbuche, Deutschlands schlechtester Baum zum gemütlich Anlehnen. Ja, also, dann wünsche ich einen schönen Advent. Ich hoffe, ich kann vielleicht ein ganz kleines bisschen, wir können ein kleines bisschen dazu beitragen. Und schöne Feiertage, wenn es dann soweit ist. Aber das wünsche ich nochmal separat, nur falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen und ihr habt jetzt keinen Bock auf Adventskalender. Übrigens, reguläre Videos. Kann sein, dass es zwischendurch auch das eine oder andere ganz normale Video gibt, weil ich einfach das dringende Bedürfnis habe, noch irgendwas rauszukloppen, weil es ist schon so viel vorproduziert, wenn auch noch nicht alles, dass ich zwischendurch sogar ein bisschen Zeit haben werde. Und dann könnte es also sein, dass es nicht nur Adventskalender, sondern auch normale Sachen gibt. Zum Beispiel im Adventskalender ist so gut wie gar kein Gierkrempel drin. Und wenn alles gut läuft, habe ich aber demnächst noch ein bisschen Gier, was ich vielleicht möglicherweise vorstellen möchte. Und dann wäre das halt dann eben separat nochmal zwischendurch rausgeklöppelt. Und für die Patreons, Patreon-Content wird es auch weiterhin regulär, so wie ich schaffe, auf jeden Fall geben. So, also unabhängig vom Adventskalender. Jo, das ist aber, glaube ich, alles gewesen. Da hinten rauscht ein Bach, man hört ihn hoffentlich. Vögelchen zwitschern mal ein wenig. Hat heute Morgen Frost gehabt, wir sind hier auch recht hoch, kurz vorm Alpursprung. Also Alp, es gibt viele Flüsse, die Alp heißen. In diesem Fall ist es die Alp, die durch Bad Herrenalb fließt und dann das Alptal, in dem Bad Herrenalb liegt, entsprechend entlang und Ettlingen durch und durch Karlsruhe und dann ab in den Rhein. Ja. Und der ist gleich ums Eck. Aber sie fließt schon erstaunlich schnell dafür, dass der Ursprung, also die Quelle, doch so nah ist. Ist ja auch ein relativ mächtiger Fluss, wenn sie dann im Rhein ankommt. Keine große Strecke, die sie zurücklegt, aber doch mit ordentlich Wasser. Ja, ja, mir fällt mir jetzt wirklich nicht mehr ein. Bedanke mich, wünsche euch, wie gesagt, schöne Adventstage. Lasst euch von Corona nicht allzu sehr nerven. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Und wenn doch, seid euch gewiss, ich bin auch genervt. Wir können alle zusammen entsprechend genervt sein. Macht's gut. Bis
Ja, nee, es ist noch nicht, der Adventskalender geht ja noch nicht los. Deswegen nicht unbedingt zwingend bis morgen. Ich weiß noch gar nicht, wann ich das hochlade. Aber im Adventskalender sage ich dann als Verabschiedung dann grundsätzlich immer bis morgen, weil ja dann tatsächlich auch immer, ja, ne? Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit so viele Videos produziert, in denen ich bis morgen sage, jetzt ist das schon drin. Tschüss.